Europa. Algunos dicen que es una bruja. La bruja que soy es probablemente un alquimista. Ja, ich bin Alba D'Urbano, Künstlerin und Kuratorin. Ich bin die Kuratorin der Ausstellung Disturbance Suite zusammen mit Olga Vostretsova. Genau, ich bin Olga Vostretsova. Ich bin Kuratorin, keine Künstlerin. Wir stehen hier vom ZAK, Zentrum für Aktuelle Kunst, auf der Zitadelle Spandau. Und wir gehen gleich zusammen in die Ausstellung Disturbance Switch, die wir zusammen kuratiert haben. Jonas y Puta, Jonas y Pintora. Die Ausstellung Disturbance Switch hat eine lange Geschichte. Die erste Idee kam von mir und Margret Eicher vor viele, viele Jahre. Und das Projekt hatte den Titel Penis Night und beschäftigte sich ein bisschen mit den medizinischen Theorien des 19. Jahrhunderts. Was uns damals interessierte, war dabei die Pathologisierung des Andersseins, was in dieser Zeit verankert wurde, wie das Weibliche und Feminine als Anderssein im Vergleich zu der männlichen Norm als Verrückung des normalen Stand. Diese Idee zu der Ausstellung, wir luden auch andere Künstlerinnen ein, damit dieses Projekt zu machen, machen sehr viele Anfragen wegen Finanzierungen, Ausstellungsräume. All das brachte nicht so weit, weil das Thema war in dieser Zeit, feministische Positionen waren in dieser Zeit als nicht aktuell eingestuft, bis dann in der zweiten Hälfte der 10er Jahre das ganze MeToo-Bewegung alles auf den Kopf stellte, würde ich sagen, in dieser Hinsicht, um Feminismus wieder aktualisiert wurde. Zufälligerweise kam ich in dieser Zeit zu arbeiten mit Olga. Wir hatten auch schon eine Ausstellung in Leipzig gemacht, 2015 zusammen. Und wir entschieden, das zu reaktualisieren, änderten das Titel, der Titel, ich bin Ausländerin, Den Titel. Und kam das Thema der Störung im Vordergrund und öffneten das Spektrum der Auseinandersetzung und öffneten auch auf viele andere künstlerische Positionen im internationalen Bereich. Die Ausstellung Disturbance fand 2017 statt in Leipzig in der Kunsthalle der Sparkasse. Und danach hatten wir beide die Idee, mit verschiedenen Fokussierungen weiter das Projekt Disturbance zu machen. Und wir kamen in Kontakt mit Ralf Hartmann. Einmal, dass wir hier kamen, um die Räume zu besichtigen, gab es fast einen kleinen Unfall mit dem Auto. Weil wir sind hierher gefahren mit dem Auto und ich war am Steuer und ich musste abbiegen zu der Zitadelle, aber ich war mir unsicher, weil das auch das erste Mal in der Zitadelle war. Und da, kurz davor, sagte Alba zu mir, mach doch bitte keinen Unfall hier. Und just in diesem Moment, oder beziehungsweise 2 oder 3 Sekunden später, kommt ein riesen dicker, großer LKW vorbei und schrappt an meinem Seitenspiegel. Und ich sage zu Alba, du bist eine Hexe, weil sie das quasi, diesen fast passierten Unfall vorausgesehen hat. Und dann sagt wir, ja, Hexe. Und dann kamen wir auf die Zitadelle. Genau. Hier in der Zitadelle angekommen, beeindruckte uns auch die Architektur des Orts, der sehr männlich, würde ich sagen, militärisch geprägt ist. Das handelt sich um eine Festung. Und das inspirierte uns noch zusätzlich dazu, in diese Richtung die Ausstellung zu machen. Wir trafen danach auch der Ralf und der erzählte uns, dass tatsächlich auch in diesem Ort Frauen
gefangen gehalten wurden in den letzten Jahrhunderten, die auch als Hexe beschuldigt wurden. Ja, oder beziehungsweise die Zitadelle, die diente auch teilweise als eine Festung, in der auch politische Gegner festgehalten wurden und darüber hinaus Frauen, die durch ihren aus dem Rahmen fallenden Verhalten irgendwie aufgefallen sind. Und eine davon, die ganz berühmte, ist Anna von Sydow. Sie war im 16. Jahrhundert Geliebte von Joachim II., dem Kurfürsten. Aber nach seinem Tod wurde sie als Hexe beschuldigt, und zwar von seinem Sohn. Dann wurde sie auf der Zitadelle gehalten, als Hexe erklärt. Sie war im Kerker vom Juliusturm, wo sie der Legende nach auch gefoltert und vergewaltigt wurde, mehrfach. Sie ist dort auch nach 4 Jahren verstorben. Das ist eine sehr bekannte Geschichte von Hohenzollern, weil danach suchte wohl die weiße Frau die Mitglieder der Familie immer wieder auf als Todesbotin. Vielleicht geistert sie immer noch auf der Zitadelle. Oder eine andere Geschichte war mit Dorothea Steffin. Sie war Prostituierte, das war schon im 18. Jahrhundert, und sie war das Opfer von einem der letzten Hexenprozessen in Preußen. Ihr wurde angesagt, dass sie den Teufel in Gestalt eines preußischen Offiziers mal getroffen hatte und mit ihm auch verkehrte. Sie wurde deswegen als Hexe genannt, aber das war auch schon vorgeschrittene Zeit, schon nach den Hexenprozessen, da wo sie nicht hingerichtet wurde deswegen, sondern für lebenslangen Haft verurteilt. Und zuerst saß sie auch hier auf der Zitadelle. Das gab auch ein paar andere Geschichten. Und dieses Verhalten, das als deviant erklärt wird von der Gesellschaft, das hat uns sowohl in der ersten Ausstellung Disturbance interessiert, als auch für die zweite Ausstellung Disturbance wichtig war. Und hier war es noch insbesondere interessant und wichtig für uns, zu schauen, welche Gemeinsamkeiten hatte die Hexenverfolgung des Mittelalters mit den Verfolgungen von heute. Sei es Verfolgung im Internet und Hate Speech, sei es Rassismus, sei es Gewalt gegenüber der Flintpersonen. Und genau das, was die Gesellschaft dazu bringt, die Personen für ein besonderes Verhalten zu verurteilen und auch versuchen zu beseitigen, das hat uns besonders beschäftigt für diese Ausstellung. Aber diese Ausstellung, die Disturbance Witch, die beschäftigt sich natürlich mit dem Thema des Hexischen im weitesten Sinne des Wortes. Also wir betrachten das Hexische sowohl aus der feministischen Perspektive auf einer Seite, als auch aus der Perspektive der Gesellschaftskritik. Und in der Ausstellung sind künstlerische Positionen, überwiegend zeitgenössische künstlerische Positionen versammelt, die das Thema des Hexischen ausarbeiten in verschiedenen Richtungen. Es gibt Arbeiten, die direkt auf die Hexenbilder eingehen oder auf die Magie. Die Künstlerinnen, die auch Recherchen unterlegen, die mit dem Hexischen etwas zu tun hat oder mit der Idee der Hexe oder einer besonderen Person aus dem Geschichtlichen. Oder es gibt auch Arbeiten, die Alba und ich zusammen ausgesucht haben, in denen wir bestimmte Aspekte des Hexischen gesehen haben. Also das ist dann war so, dass bei den Künstlerinnen war es vielleicht nicht unbedingt mitgedacht, dass diese Arbeiten etwas mit Hexen, Magie zu tun haben. Aber wir haben 4 Leitmotive festgestellt, an die wir uns orientierten, als wir die ganze Ausstellung konzipierten. Und es waren zum einen natürlich die Hexe und die Psyche, also was auch für die erste Ausstellung so wichtig war. Dann zum anderen Empowerment, was durch die ganze Ausstellung durchgeht. Und auch das Thema des Animismus und neuen epistemologischen Systemen bzw. alternativen epistemologischen Systemen, Legenden, Märchen,
postkolonialen Fragestellungen. Und viertens waren wir ganz nah an der Gegenwart, also heute. Und wir haben den Kapitalismus als ein patriarchales ökonomisches System gesehen. Und deswegen Kapitalismuskritik ist auch bei uns sehr hoch im Kurs. Und auch die Frage nach zeitgenössischen Medien, neuen Medien, Internet und was wir auch teilweise Hashtag Magie oder Hexe 3.0 für uns genannt haben. Es ist auch noch was dazu zu sagen, und zwar, dass wir jetzt aufgrund der Länge und der Zeit nicht alle Positionen beleuchten können und wir nur so eine Art schnelles Rundgang mit drei, vier Fokussierungen auf einzelne Arbeiten nur machen können. Mein Name ist Margret Eicher. Meine Arbeit Postmodern Dance of Death befindet sich im ersten Raum unserer Ausstellung, in dem Raum, in dem die Thematik, also das Hexische, in Bezug gesetzt wird zur Wahrnehmung dieses Themas in den Medien, unter anderem unter diesem Aspekt gesehen wird. Und meine Arbeit zielt insbesondere eben darauf ab. Vielleicht ein paar allgemeine Worte zu dem, was ich tue. Die Hauptwerkgruppe meiner künstlerischen Arbeit sind die sogenannten Medientapisserien, also großformatige Tapisserien, die nach digitalen Collagen gewebt werden. Das heißt, die Motivik meiner Arbeit besteht aus digitalen Collagen nach Medienbildern, die ich teilweise aus dem Netz, aber eben auch immer wieder aus Printmedien generiere. Das heißt, bezogen auf diese Arbeit haben wir hier zwei Protagonistinnen im Vordergrund, zwei junge Frauen, die ursprünglich aus einer Bierwerbung stammen. Körperhaltung und Tattoo waren in dieser Werbung vorgegeben. Allerdings habe ich die Tattoos sehr stark verändert. Nicht mehr die ursprünglichen Tattoos aus der Werbung sind hier auf den Körpern der Frauen zu sehen, sondern Tattoos der Pokémon-Figuren, die im Hintergrund dieser Szene tanzen und den Hintergrundraum ausfüllen. Diese beiden Frauen tragen darüber hinaus Masken, und zwar Fetischmasken, wie man sie auch aus den Manga-Comics kennt. Und diese Masken haben natürlich eine sehr spezielle Kodierung, haben für einen bestimmten Kreis von Menschen eine Bedeutung, eine stimulierende Bedeutung, eine verzaubernde Bedeutung, was aber für einen Großteil der Menschen in gar keiner Weise entschlüsselbar ist. Also es entsteht hier ein großes Geheimnis um das, was die sehr dominanten Masken hier im Bild überhaupt zum Ausdruck bringen. Die beiden Frauen liegen oder sitzen an der vorderen Bildkante, an der Bordüre dieser Arbeit und sind verbunden mit den Pokémon-Figuren im Hintergrund über das hochgehaltene Smartphone. Sie spielen sozusagen Pokémon Go, ein Spiel, das man mit nicht sichtbaren, aber im Digitalen vorhandenen Figuren, Comicfiguren spielen konnte vor einigen Jahren. Dieser Trend hat sich sehr schnell wieder verabschiedet. Das war über ein, zwei Sommer sehr aktuell. In der Zeit ist diese Arbeit entstanden. Heute ist es fast in Vergessenheit geraten, aber die Vorstellung, irgendwo im Straßenraum mit geheimnisvollen, unsichtbaren Wesen, also quasi mit Geistern zu kommunizieren und mit denen zu interagieren, hat mich auf die Idee gebracht, hier also diesen Kontext von geheimnisvoller, vielleicht hexischer Frau darzustellen. Darüber hinaus kann man natürlich auch sagen, dass eine am ganzen Körper tätowierte Frau, ein am ganzen Körper tätowierter Mensch, in gar keiner Weise mehr zur normativen Vorstellung unseres Menschenbildes gehört, dass Ganzkörpertätowierung nach wie vor
ein Außenseitertum darstellt und dass in diesem Zusammenspiel hier das Hexische auf eben eine postmoderne Weise gespiegelt wird, so wie es auch der Titel der Arbeit verrät. Ganz allgemein kann man zu meiner Arbeit vielleicht noch sagen, dass sie sich in der Wahrnehmung des Medialen befindet, dass nicht die Wirklichkeit, wie ich sie in erster Linie mit meinen Augen und mit meinen ursprünglichen Empfindungen wahrnehme, hier Thema dieser Tapisserie ist, sondern die Widerspiegelung der Wirklichkeit in den Medien. Meine Arbeiten sind immer davon getragen, dass nicht eine eigene subjektive Erlebniswahrnehmung umgesetzt wird, sondern der Spiegel des Themas, das ich berühre, im medialen Kontext. Mein Name ist Barbara Breitenfellner. Ich habe mich in der Einladung zu dieser Ausstellung vor allem auf den Begriff Disturbance fokussiert. Ich fand es sehr interessant, diese Überlegung zu haben, wie dieses Bild und die Rolle der Frau eigentlich eine Verschiebung erfährt. Und es gibt hier in dieser Arbeit eine Überlagerung von ganz verschiedenen Elementen. Einmal ein gefundenes Bild, ich zeige es hier nochmal klein, ein Flohmarktfund, eigentlich ein Found-Footage, bei dem ich interessant fand, wie eigentlich aus technischen Fehlern Dinge entstehen können, wie diese ganz seltsame Lichterscheinung, die da auf dem Oberkörper der Frau entstanden ist, und aber auch dieses Weggeschnittensein von dieser dritten Frau, die links im Bild ist. Also die wird hier tatsächlich in dem Originalfoto schwarz ausgeblendet und dahinter sieht man eigentlich eine Landschaft, eine Natur, einen großen Himmel. Und dieses Hineingestelltsein in diese Landschaft dieser drei Frauen, das hat mich einfach fasziniert. Auf diesem Frauen-Footage, wie gesagt, ein anonymes Foto, hängen dann verschiedene Arbeiten. Einmal ein Siebdruck, hier in ganz ungewöhnlicher Farbigkeit, dieses Blau und Grün in der Kombination, also eigentlich auch Farben, die man als Bluescreen und Greenscreen benutzt, so eine Art von Auslöschung auch wiederum der Farbigkeit. Und dann eine Reihe von verschiedenen Collagen, auf die ich jetzt gleich nochmal eingehen werde. Der Begriff der Disturbance, also eine Art von Verschiebung oder auch so eine Art von Verrücktheit, ist insgesamt ein Thema in meinen Collagen. Die Collagen haben zu tun mit Zersplitterungen und Bruchstücken, Implosionen. Man sieht das an einzelnen Werken eigentlich ganz gut. Also hier zum Beispiel in diesen Arbeiten, in diesen drei Arbeiten, gibt es wie so eine Art von Bildstörung. Das sind Überdruckungen mit Siebdruck, wo das Bild teilweise ausgelöscht wird und natürlich auch etwas entsteht, was das Bild nicht mehr zugänglich macht. In den Collagen ist das ja insgesamt ein Prozess, der sehr intuitiv abläuft. Also die besten Werke entstehen ja so, dass ich eigentlich wie so eine Art von Zuschauerin bin und die Bildelemente, die alle aus Büchern und Zeitschriften stammen, die ich natürlich in Antiquariaten und auf Flohmärkten zusammensammle, finden sich manchmal selbst zusammen. So entstehen Werke, die zum Beispiel ganz einfach zwei Bildelemente gegeneinander stellen, die eigentlich aus sehr unterschiedlichen Kontexten stammen. Hier zum Beispiel ein Buch über Massage. In dieser Überlagerung mit diesem Blumengesteck entsteht natürlich ein ganz anderer Kontext, der so eine Art von Eingriff oder fast von einer Übergriffigkeit hier erzeugt. Dann gibt es wiederum Elemente, wo das Bild der Frau, und um das geht es in allen Werken, die ich hier zeige, im Zusammenhang mit der Natur und auch im Zusammenhang mit dem Magischen der Natur, also auch dem Tier, Hunden oder hier diese Figur des Gorillas, verbunden mit dem Bild von Marilyn Monroe, was wir alle kennen, was natürlich eine Ikone ist
der Popkultur, beides eigentlich Ikonen der Popkultur. Marilyn Monroe verbunden mit dieser Gorilla-Figur. Man denkt an King Kong und andere pop-ikonischen Elemente. Hier natürlich auch eine extreme Geste der Ermächtigung. In anderen Collagen geht es viel stärker um eine Zersplitterung eigentlich von Bildwelten hier, wo man durch dieses engmaschig geschnittene Muster, was eigentlich aus einem Rorschach-Test kommt, eigentlich nur noch Fragmente des Bildes und des weiblichen Gesichtes sehen kann. Hi, my name is Emily Hunt. I'm an artist living and working in Berlin since 2017. I'm originally from Sydney, Australia. My research area that I've been interested in for the last, I guess, 12 years has revolved around the depiction of witches in early print culture. I'm interested in the power of these images, but also in the kind of stereotypes that were portrayed in these particular woodcuts and etchings. Two of the artists I returned to look at their work is Hans Bordengree and Albrecht Dürer. And within their work, I'm very interested in how these images still invoke really strong feelings, particularly Hans Bordengree's depiction of women who are kind of overlapping in very sort of sexual positions, as well as doing things that are very unwomanly. And I feel like these images are very contemporary still. And one of the things that was often used as a tool in Renaissance print is male artists would copy each other's work. And so they would take a print, and then if they worked underneath as an apprentice of someone else, they would do an interpretation of that print. So often you can find prints that have gone through a couple of generations of artists. And within this kind of structure of appropriation, I have placed myself as a female artist working in 2020, and with these images I kind of recontextualize them, and within them to add contemporary symbols of magical work. When we were discussing this exhibition at the beginning of discussing this particular show, I was just at the beginning of doing my own investigations into actual practices of magic and witchcraft. And what has happened through research is these have become part of my work, and they have sort of infiltrated my work. So one of these kind of balances I often have in my art practice is questions of the rational and the irrational. And more, the irrational has started to come into my work. So within the structures of the work, there's also actual kind of magical sigils, and sigils encapsulate a will of the person, so my will. And a lot of my will at the time of making this was during a really kind of like a strong political upheaval. It was about a week before the US elections. It was during Corona times, a very uncertain time. And so a lot of these sigils contain sentences or things that were very pertinent to me in the 2 weeks of making. So one of the things that I'm very interested in is symbols or signs that can protect certain architecture. So often when people are renovating a very, very old house, maybe 500 years old, they can sort of uncover old symbols and signs in the house that have been put there to protect it. And the way that this work was made is the thought that, yes, eventually it will be painted over, but it will always kind of be part of this building and sort of speak of a time, of this uncertain time during the Corona period. But also with all the upheavals that are going on and the kind of the crisis, the climate crisis we're kind of entering into. And then another part that I brought in is actually pieces of Berlin and pieces of edges or liminal spaces of Berlin that are often forgotten. And I think of this as kind of a way to describe also
women who were referred to as witches and also were hunted as witches were often women who displayed strength or owned property, and these women were kind of, you know, focused on, and people would try and take away their power by accusing them of witchcraft. And so I have collected these like forgotten weeds that you find on the curbsides along the tram track, or when you're going for walks, you know, you see these sort of beautiful flowers that you would never see for sale at the Blumen shop. So I've collected these and then pressed them. And so they've kind of created this sort of flat, three-dimensional image that they've sort of become like paintings. And so then throughout the mural and also on this side here, I've incorporated them into the drawings. And I think of them as, you know, these kind of spells, but also bringing back a kind of knowledge to things that are all around us but sort of remain hidden. Pero que si tú estás por ahí y leas esto, sepas que sí, es verdad, y estoy aquí. Soy tan extraña como tú. Yo soy, simplemente soy. Yo soy, simplemente soy. Yo soy, simplemente soy. Yo soy, simplemente soy. ¿Bruja? Algunos dicen que soy una bruja.